Also lasst uns nicht lange fackeln und starten wir Man of Medan. Wir spielen alleine, weil wir sind männlich und männliche Männer machen trauen sich das zu, das alleine zu spielen. Ja. Let's go. So, ich bin gespannt, ich bin bereit. Let's go. Dein Schicksal kann aus jeder Richtung kommen. Wie ein mysteriöser Wind. Doch wenn ein Wind wie dieser weht, Tod und Verderben werden folgen. What? B! Das wird nicht schön. X! Fuck! Scheiße, Quicktimes! Ich muss den Controller wechseln! Ich kann die nicht auswendig! Fuck! Was soll das denn? Natürlich! Oh, fuck. Hi, was geht? Mein Name? Ciao. Ich bin zu faul, um es schneller zu gehen. Die Gefahr wird nicht von mir erkannt. Warum bleibst du da stehen, Lauch? Ah. Okay. Ja, du sagst es. Kann ich ihn nochmal angucken? Anfassen? Berühren. Nicht berühren. Okay. Ich gehe einen anderen Weg als du. Ha, 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 ha. Er ist doch bisher nur Kacke. Wir konnten noch nichts außer dem vorgegebenen Weg machen. Scheiß Tutorial, ey. Also, warum ist jetzt die Titanic zu sehen? Das ist ja bestimmt irgendwo, wann aus den 60ern. Und jetzt kommen wir wieder in die Zukunft. Oder in die Gegenwart. Hey, wir haben... Joe ist weg. Metal, Leute! Eier! Bitte nicht! Das ist schlecht für die Augen! Hi! Hallo! Na, was geht? Und willkommen! Ja, danke! In meiner Schatzkammer. Schatzkammer? Gib mal was ab! Ah, Bücher, langweilig! Das sind für dich Schätze oder was? Ich dachte Gold, Dublonen! Euros! Dollars von mir aus auch, damit kann ich auch was anfangen. Chala! Herzlicher Füße! Typ mit hässlicher Frisur. Brad, geistreich, Alex Bruder und unschuldig. Alex, motiviert, Brads Bruder, Julias Freund, unsicher. Da. Das fand ich cool. Da. Julia, Conrads Schwester, Alex Freundin. Unvorsichtig, begeisternd. Conrad, Julias Bruder, entspannt, tollkühn. Den mag ich nicht. Alex stellt sich nachher noch als cool und cool, einfühlsam und so weiter raus. Aber der wird ein Arschloch. Brad ist King. Brad ist King. Kommt da. Fliss. Ungeduldig. Kapitän der Duke of Milan. Mutig. Was geht? War so klar. Brad. Brad, was machst du denn? Ui. Wir sind so cool. Hi, Conrad, was geht? Was ist das? Lass mal gucken. Ach, können wir nicht. Verdammt, ich wollte gucken, ob Conrad Pickel hat. Conrad ist mir scheißegal, Julia, von mir aus. Aber auch nur, weil ich ein netter Typ sein möchte. Aber Conrad ist mir wirklich scheißegal. Mein Gott, du stehst im Weg, Conrad. Conny, was geht? Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Wow! Okay. Wow! Benimm dich, Conny. Conny! Ah! Mein Fehler. Am liebsten würde ich den jetzt über Bord schubsen, ne? Hier könnt ihr haben, ey. Nehmt den als Geisel von mir aus.
Oh, sei doch nicht so dumm, du hässlicher Kackbuhn, ey. Boah, richtig rostig Schoß, ey. Boah, Alter. Warum? Der, wo kam das denn jetzt her? Warte, ich muss mir mal eben B rechts, also B Kreis, AX, X. Viereck. Warum muss hier auch ein X sein? Mann. Und schön immer auf den Arsch gucken. Das macht man so. What the fuck, Alter? Ich hätte mich fast vollgepinkelt. Ist doch schön warm. Yeah. What a scheiß Jumpscare, ey. Pilot und Co-Pilot. Kein Zweifel. Da ist ein Grill. Da ist ein Grill! Conrad braucht keiner. Das Problem ist, Conrad ist ja nicht alleine auf dem Schiff gewesen, sondern da sind Fist noch dabei und Brad. Willst du das, Brad stirbt, Roxy? Willst du das? Hm? Also ich nicht. Und Fist auch nicht. Und die anderen, und Julia und Alex auch nicht. Conrad ist mir egal. Wer wäre bitte nicht immun gegen Conrads Charme? Also, bitte. Genau, wo war der Ring eigentlich? Ein Gentleman genießt. Nee. Wo war der Ring? Ich hab einen Ring um meine Eier. Stefan Raab wusste schon, wie man Ringe versteckt. Bro, hab ich schon unsere ganze Zukunft deutlich vor uns gesehen. Warte. Ich lieb. Die sehe ich auch. Nee, falsch. Die Zukunft von den beiden. Die sehe ich auch. Ich warte darauf, dass da irgend so noch so was Creepiges ist. Etwas, das wir nicht gesehen haben. Hast du den Block? Sorry, ich war abgelenkt. Na los, holen wir ihn. Nacktbild. Na, so was doch nicht. Hab ihn. Ah! Der nervt, der Conrad, ganz ehrlich. Oh, wir spielen Conrad. Geil. Und als wenn Brad davon nicht wach wird. Alter, what the fuck? Der liegt doch genau da drunter. Was ist eigentlich mit Brad? Brad schläft 70% des Spiels. Da ist ein Mann mit Hut, oder? Da! Genau da! Wer ist das? Der war gerade nicht da! Der Horror beginnt. Sechs. Fuck, falsche Taste gedrückt! Conrad, geh auf das Boot! Ich hab die falsche Taste gedrückt! Ich hab RB statt RT gedrückt! Oh, Mann! Wir greifen an. Fuck. Du bist echt blöde. Sind wir doof? Scheiße. Ich hätte einfach fliehen sollen, oder? Was ist mit Brad? Versuch. Brad wird gleich so aufwachen. Alle sind weg, alle. Das ist so der Blitz aus How I Met Your Mother. Alles passiert ohne ihn. Irgendwas gut. Also man kann sagen, was man will, aber Until Dawn war so viel besser gemacht. Alle sind noch am Leben. Das hätte auch anders kommen können. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Ich habe alles richtig gemacht. Alle sind noch am Leben. Da. Also bitte. Aber okay, weiter geht's. Ab jetzt geht der Horror los. Geisterschiff, verlassene Frachter aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, wir haben uns übrigens richtig entschieden, nicht zu fliehen, weil dann wäre Conrad gestorben. Merde. Die unvollendeten Lieder. Wenn ich Alex sage, meine ich nicht Alexa. Du dumme Kuh. Was haben wir hier? Ja, geil. In 70 Jahre alten Klamotten wühlen. Und dann waren da noch geheimnisvolle Stinkesocken und Boxershorts.
Nice, Lego. Okay. Wo ist der Sie sind hier Pfeil? Das wäre gut. Was zum Teufel ist mit Brad? Meinst du, er ist noch auf der Duke? Brad! Brad ist der Blitz. Hier ist gar nichts. Ach so, ich habe gar nichts verpasst, außer das Ding ist ja riesig und dabei hat er meinen Penis noch gar nicht gesehen. Oh! Sorry, so einen Spruch muss ich auch mal reinbringen. Und jetzt kommt Brad. Jetzt kommt Brad. Verdammt! Wir müssen Abstand halten. So können wir sie überholen. Entweder da hat sich jemand richtig scheiße hingesetzt oder hier hat jemand ein sehr großes Maul und wollte das unbedingt essen, was in der Kiste war. Gott. Alex, was ist denn? Wir sind ehrlich, komm. Sieh doch mal selbst. Wow. Was? Wow. Okay, cool, weiter. Was ist das denn? Also, ich habe da schon mit was anderem gerechnet, um ehrlich zu sein. Also... Nein, 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 ich mach die nicht auf. Ich mach die garantiert nicht auf. So, jetzt bin ich doch zu neugierig und mach das auf. Conrad? 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 Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Komm zurück, Junge! Komm zurück, Junge! Komm zurück, Junge! Mach nicht so einen Scheiß! 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 Dammit! Oh, eine Ratte. Hi! Dich nenne ich Ferdinand. Ferdinand, die Ratte. Oh, lange. Ja, toll, geil. Schon wieder ein Jumpscare. Geil. Ohne irgendwie atmosphärisch dann noch was aufbauen zu können, ne? Der einzige Grund, warum man sich hier erschreckt, ist der Überraschungseffekt. Also überzeugt bin ich bisher vom Spiel auch nicht. Nee, ich will das Bild sehen, Digga. Lass mich das Bild sehen. Du doofer... Pisser! Was soll das denn jetzt? Ja, wie die Kamera auf die Brüste geht. Ja, nee, ist klar. Ja, hab Bock. Brad! Kollege! Scheiße, 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 verdammter Mist. Fuck! Brad, was geht? Alter, what the fuck? Also ich an seiner Stelle wäre sofort wieder aufs Boot gegangen. What the fuck sind das denn jetzt für Schnitte? Hey! Und plötzlich hat er die Maske auf! What the fuck? Brad. Fatal Error. Spiel ist abgestürzt. Mollemaße sind da. Ih, die hat ein Kinnbärtchen. Ach, willst du mich jetzt verarschen? Alter. Ich habe jetzt schon keinen Bock auf das Spiel. Ist das scheiße mit den Controls? Nein! Ja, was soll ich machen? Mit dem Keyboard ist das ja noch beschissener als mit dem Controller. Und der Controller wird jetzt nicht mehr erkannt. Ey, was ist das für eine Scheiße? Ich glaube, da geht's nach oben. Nee! Hilf mir hoch. Wir brauchen Strom für das Funkgerät. Sollte einer nee. Bleiben, falls uns jemand an... Brad, Unterdeck. 4:05 Uhr. Hey, Nachtdurchgleich, gleich durchgemacht. Wupp, 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 Party! Hab ich Schiss gehabt! Alter! Wir haben ihn wieder! Was vielleicht ein Fehler war, weil wir hätten einfach rennen sollen. Alter! Digga! Ich dachte, das wäre die falsche Entscheidung gewesen, ey. Meine Fresse, ey. Ja.
Nehmen die Waffe jetzt nicht mit, oder was? Ist Selfie, die sich da drüber beugt. Ist der Weg nicht tot? Selfie! Aua! Ich hab A gedrückt! Dieses Spiel! Mal davon abgesehen, dass ich gerade wirklich A gedrückt hab. What the fuck? Ich... Was? Meine Fresse, regt mich das Spiel auf. Alles gut. Oh Gott sei Dank habe ich nichts gemacht. Ich hätte beinahe sie getötet. Oh mein Gott. Ey. Zum Glück war die Maussteuerung... Ist sie zum Kotzen. Alter, rast dich gerade aus. Die Kappe können wir vergessen. Plötzlich ist es hell. Wir sind plötzlich alle draußen. Die sind auch plötzlich alle draußen. Die Animationen sind ja noch schlechter. Könnt doch angeln. Also, ja. Hä? Hier, sieh mal. What the fuck? Gerade noch so. Also hier, komm, sieh mal. Ich hab was gefunden. What the fuck? Eine Aneinanderreihung von Sequenzen, die sie einfach zusammengeschnitten haben, oder was? Er ist halt tot, ja. Was soll ich sagen? Upsi! Das war's? Ah! Doch gerettet. Haha! Wow. Alle tot.